Spielform 8 gegen 8 plus 2. Ich habe hier eine Übung vorbereitet, um eine Pressing-Strategie im 5-2-3 gegen ein 3-4-3 zu trainieren. Die konkrete Pressing-Strategie findet ihr auch auf einmaleinssport.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Kommen wir zurück zur Übung. Wir sehen hier einmal ein Spielfeld, was etwas breiter als strafraumbreit ist und relativ lang. Und haben hier einmal die drei Innenverteidiger des 5-3-2, die zwei zentralen Mittelfeldspieler und unsere erste Pressinglinie. Vom Gegner im 3-4-3 haben wir die komplette Mannschaft, drei Aufbauspieler, zwei zentralen Mittelfeldspieler und ja, die drei Offensivspieler. Die gegnerischen Flügelverteidiger agieren aber nicht im Feld, sondern als Anspieler an der äußeren Linie und sind zum einen auf zwei Kontakte beschränkt und müssen den Spielball innerhalb von 3 Sekunden zurück ins Feld spielen. Ziel dieser Übung ist es ähnlich wie bei unserer Pressing-Strategie auch, mit unserem Anlaufverhalten quasi zunächst den Querpass in der ersten Ebene zu provozieren und dann eben den Pass auf die äußere Position zu erzwingen, um den Gegner dann hier eben wieder gut isolieren zu können. Also sprich dafür, Stürmer rückt hier nach, um diese Rückpassoption zu schließen. Zentraler Mittelfeldspieler hat hier Zugriff, im Zentrum wird ebenso nachgeschoben, Halbraumverteidiger hat hier Zugriff. Und dann kann man den Gegner im Idealfall hier isolieren und nach 3 Sekunden muss ja spätestens der Pass gespielt werden, um diesen Ball dann zu erobern. Gelingt eine Balleroberung, hat das rote Team das Ziel, auf dieses obere Tor abzuschließen. Das schwarze Team hat dagegen das Ziel, entweder diese Linie zu dribbeln oder einen Spieler in der Tiefe anzuspielen, um dann auf dieses Tor abzuschließen. Wichtig bei dieser Übung ist es auch wieder zunächst das Zentrum zu schließen, wie auch bei unserer Pressing-Strategie, sprich erste enge Pressing-Linie. Zentralen Mittelfeldspieler haben Zugriff, um eben den Pass nach außen zu erzwingen. Wenn dieser Pass nach außen erfolgt, hier die Linien eng zu gestalten, um eben das Spiel ins Zentrum zurück zu unterbinden, um den Ball eben dann in dieser Zone erobern zu können. Letzte Kette schiebt hier natürlich auch nach, um auch die Tiefe ausreichend zu sichern. Und dadurch hat man sich eigentlich sehr günstige Ausgangsbedingungen für eine Balleroberung geschaffen. Gelingt der Ball trotzdem wieder raus, wichtig, dass hier die beiden Ballfernspieler die Räume und Passwege ins Zentrum gut abdecken. Sprich hier Zugriff aufs Zentrum, hier stellt vielleicht den Ball fern, so ein bisschen ins Deckungsschatten, um eher das Spiel wieder in die Breite zu erzwingen, um einen gegnerischen Konterangriff auszubremsen, um hier nachzuschieben und das Zentrum wieder ausreichend sichern zu können.